Wie sind Wednesday Addams und Annette Sinclair Mütter geworden? Wednesday, ich bin sicher, dass unsere Mädchen die besten Freundinnen sein werden. Ich hätte nichts dagegen. Ich kann nicht glauben, dass wir unseren Abschluss machen. Die Zeit verging so schnell. Ich bin so bereit für neue Abenteuer. Nach ihrem Abschluss an der Nevermore Academy begannen Wednesday und Annette ein Familienleben als Erwachsene. Ich will. Oh, ich bin so glücklich. Annette hatte eine luxuriöse, lustige Hochzeit. Ja, ja, ich will. Bringen wir es hinter uns. Ach, die Hochzeit von Wednesday verlief gut. Wednesday, ich habe tolle Neuigkeiten. Also macht euch bereit. Tada, ich erwarte ein Baby. Wahnsinn, du bist auch schwanger. Wir werden beide Mütter sein. Ich bin froh. Wie geht es dir, meine Liebe? Das Baby kickt die ganze Zeit. Er ist wahrscheinlich ein zukünftiger Fußballer. Schauen wir mal. Nun, wenn Ihre Tochter sich für Sport interessiert. Ich bekomme ein Mädchen. Ja, Glückwunsch. Wie geht es der werdenden Mutter? Also keine Beschwerden. Wednesday, schau, du trägst ein Mädchen. Nun, das sieht nicht wie ein Kind aus. Warte, wo ist sie hin? Da stimmt doch was nicht. Hey, das ist kein Spielzeug. Das ist sie, nur das Baby sieht aus, als ob es sich über etwas aufregt. So lächelt sie. Wie ihre Mutter. Danke, Doc. Natürlich, jederzeit. Es ist an der Zeit, ein Kinderzimmer für meine kleine Schönheit einzurichten. Wir werden so viele hübsche kleine Blumen auf ihrem Bett haben wie möglich. Echte Prinzessinnen sollten sich in Blumen wälzen. Meine Tochter wird auch Blumen haben, besondere Blumen. Die Venusfliegenfalle wird mein Kind vor ungebetenen Gästen schützen. Das gefüllte Pikachu und die schöne Barbie sind perfekt für meine kleine Tochter. Die Plüschmonster warten schon auf mein Mädchen. Jemand wird vermisst. Jetzt sind alle da. Schauen Sie sich nur dieses niedliche Ding an. Mit so einem musikalischen Krippenmobili wird es meinem Mädchen überhaupt nicht unheimlich sein, hier zu schlafen. Das ist genau das, was man für süße Träume braucht. Mein Wiegenmobili wurde auf Bestellung angefertigt. Niemand wird jemals so etwas bekommen. Paxley, leg dich hin, ich muss das Bettchen testen. Nur eine Sache. Mami! Die Wiege ist gut. Schatz, komm her, sofort. Ich möchte etwas. Burger und Süßigkeiten. Auf keinen Fall. Ach was, das ist nicht gesund. Nun, das ist nicht genug. Wenn eine schwangere Frau etwas will, dann muss es doch etwas zu essen sein. Bist du glücklich, mein Schatz? Ja, jetzt ist es perfekt. Ich liebe Pediküre. Schreib in die Kommentare, welche Farbe der Lack auf meinen kleinen Zehen hat. Ich warte. Ich will essen. Jetzt. Was ist das, ein rosaroter Albtraum? Ich würde lieber einen rohen Wurm essen als das hier. Da wird mir übel. Ersetze es. Eine Sekunde. Naja, die Geschmäcker sind verschieden, weißt du? So ist es besser. Wenigstens kann man das Essen nennen. Obwohl es mir nichts ausmacht zu hungern, aber nicht heute. Ist es so schwer zu sehen, dass ich eigentlich gar nichts sehen kann? Würdest du dich für Wednesday oder Annette entscheiden? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wo ist Paxley? Mir ist langweilig. Ich möchte, dass er mich unterhält. Ich werde ein großer Jongleur sein. Ups, oder vielleicht auch nicht. Ich liebe eine Goldfisch-Pediküre. Goldfisch? Ist das ein Peeling für Kinder? Ich entscheide mich für den härteren Fisch. Nur zu, Piranhas. Ein heißes Bad mit rosa Aromaölen. Nicht für mich. Ich liebe Eiswasser. Mit so einer niedlichen Ente macht es so viel Spaß, aufs Klo zu gehen. Ich habe etwas Besseres. Die Voodoo-Puppe ist einfach perfekt. Ah, meine Krallen müssen sorgfältig gepflegt werden. Ich danke dir, mein Schatz. Du bist die Beste. Es ist Zeit für eine Maniküre. Los, Venus! Sogar Wednesday und Annettes Mutterschafts-Spa-Behandlungen sind etwas Besonderes. Es ist Zeit zum Einkaufen. Meine Augen können das nicht ertragen. So ist es besser. Ich frage mich, was Annette und Wednesday für ihre zukünftigen Babys kaufen wollen. Und natürlich lässt sich der kleine gruselige Freund von Wednesday so ein wichtiges Ereignis nicht entgehen. Alles ist so hell. Ja, es ist, als ob die Rainbow Friends hier in die Luft gesprengt worden wären. Wow, ich glaube, ich habe es gefunden. Oh nein, das ist der letzte. Der Kinderwagen gehört mir.
Ich habe ihn zuerst gesehen. Auf die Plätze, fertig, los. Wow, dieser Konflikt sieht ernst aus. Wird die Freundschaft der Mädchen wirklich wegen eines Kinderwagens zu Ende gehen? Entschuldigung, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich verstehe schon, ich kann nicht. Ich halte mich besser für eine Weile von Ihnen fern. Der Kinderwagen gehört mir. Er ist lila. Er passt nicht zu dir. Meine Mama wird gewinnen. Das glaube ich nicht, Krallenmädchen. Oh, es war stärker als sonst. Dieser Schmerz ist nicht wirklich angenehm. Ich glaube, es hat schon angefangen. Entspann dich. Hallo, ich bin ganz Ohr. Hallo, seltsam, nur Stille. Okay, ich habe eine Vision. Du bist erledigt. Mami. Okay. Mein Kinderwagen. Enid, wir müssen hier weg. Aber was ist mit einem Kinderwagen? Vergiss den Kinderwagen. Lauf. Wow, endlich sind sie weg. Oh, diese Mamas. Mein Kinderwagen. Keine Sorge, du bist in guten Händen. Mach es dir bequem und vergiss nicht zu atmen. Ich atme. Das ist gut. Jetzt mach dich bereit, auf mein Kommando zu hören. Wednesday, sprich mir nach. Dieser fröhliche Arzt nervt mich. Warum ist es so schwer zu schweigen? Ich liege hier auch in den Venen, ehrlich gesagt. Oh nein, ich habe gelesen, dass Schreien den Schmerz lindert. Toll, Enid, dein Baby kommt. Wednesday, das machst du gut. Wann wird das vorbei sein? Fühlt sich an wie jetzt. Wednesday, drück weiter. Der will mich doch verarschen. Du hast es fast geschafft. Oh ja, ich kann es schon spüren. Nicht nachlassen. Das letzte Mal. Komm schon, Tochter, es ist Zeit. Ah, sieh nur, wie niedlich sie ist. Nun, ich muss zugeben, jetzt weiß ich, was Freude bedeutet. Pressen, Enid. Mach es ein letztes Mal. Da ist ein Mädchen. Ich gratuliere. Danke, Doktor. Willkommen auf dieser Welt, mein kleiner Schatz. Sie sieht dir so ähnlich. Sie ist dein Ebenbild. Wednesday, ich bin sicher, dass unsere Mädchen die besten Freundinnen sein werden. Ich hätte nichts dagegen. Nun, alles Gute für dich. Mögest du gesund sein. Ich habe den Direktor bereits gebeten, dir unser altes Zimmer zu geben. Das ist großartig. Auf diese Weise bekam die Nevermore Academy zwei neue Schüler. Aber die Geschichte von Wednesday und Enid ist damit noch nicht zu Ende. Das Gothic Girl und das Barbie Girl laden dich zu einem Wednesday Addams Look Makeover ein. Ich bin so froh, dass wir Freunde sind. Zeit für eine Umarmung, Brummbär. Oh, ich bin immer noch nicht in der Stimmung. Meine kleine Fledermaus, du bist noch schöner als die Halloween-Nacht. Kommuniziert ihr, Mädels? Ich versuche, Kontakte zu knüpfen, Papa. Habt Erbarmen. Wir müssen die Arbeitsbereiche trennen. Ich werde die Prinzessin später mit Klebeband am Stuhl befestigen. Was hast du vor? So erwachsen. Sei einfach ein braves Mädchen, Gewitterwolke. Nicht mehr als 5 Explosionen pro Tag. Abgemacht, mein süßes Rotauge. Ich höre. Bis bald, unsere albtraumhafte Spinne. Du bist immer noch in meinem schwarzen Herzen. Ciao, so bezaubernde Eltern. Das erste Element ist fertig. Ich hatte kein Glück mit dem Nachbarn. Es sieht so aus, als stünden uns viele düstere Tage bevor. Für mich ist es das Instrument des Chaoses. Ja, diese Farbe spiegelt perfekt meinen Gemütszustand wider. Das ist eine gute Idee. Kann ich mir deinen Wunderroller ausleihen? Ich hoffe, du wirst es für das Böse benutzen. Du bist die Höflichkeit selbst. Lasst uns mit der Renovierung beginnen. Ich werde hier ein sanftes Paradies zaubern. Juhu, tolles Design. Was machst du da, Herrin der Finsternis? Versetz dich in Trance und gib deine tiefsten Geheimnisse preis, Königin der Bögen. Du weißt, wie man inspiriert, Evie. Etwas Licht für das rosa Königreich. Sie hat einen Lauf. Eisen sollte unerwünschte Gäste verscheuchen. Es wird ekelhaft fantastisch. Die Ausstattung des Autors. Herausforderung angenommen. Magst du meine gewirbelten Schlangen? Plus 100 für den Gesamtkomfort des Schlafzimmers. Hübsch. Und das Netz ist schwieriger zu bearbeiten, als ich dachte. Lass mich jetzt gehen, Achtbeiner. Oh, heiliges Einhorn. Also gut, die liebe Lucy eilt zur Hilfe. Ich wusste nicht, dass Insekten Gefangene machen. Zittert, Käfer. Wie soll ich mein Traurigkeitsschloss ohne Hände fertigstellen? Das sind Krallen. Lass mich dein Problem lösen.
Ich bin gerettet. Maniküre ist das Wichtigste, Spider-Girl. Wow, dann danke. Jetzt werden wir eine gemeinsame Basis finden. Das Make-up brennt, Lou. Skelette im Schrank ist mein Bestes. Beängstigend. Ivy hat eine Störung. Ich werde so einen Albtraum nicht ertragen. Du hast mich besucht und das reicht, Puppe. In meiner Krypta gibt es auch ohne dich etwas zu tun. Weiches Bettzeug für die schönsten Träume. Es kann nicht schaden, noch ein paar interessante Details hinzuzufügen. Glänzezimmer. Für Rituale. Innengarten? Kinderleicht. Hank, die Tarantel. Für den Fall einer Party. Oder Melancholie. Ich warte auf Blumen im Frühling, Leute. Die ganze charmante Gesellschaft ist versammelt. Die Atmosphäre für meinen kreativen Prozess. Organisiert. Man sagt, das richtige Moodboard hebt die Laune. Ich gebe gerne zu, die Umgestaltung ist gelungen. Übrigens, ein 1-Million-Dollar-Gedanke. Schließen wir uns ihnen an. Und jetzt kommt die Näherin ins Spiel. Ich spiele mit einer Nadel. Ich muss nur ein paar saubere Stiche machen. Du bist ein nützliches Gerät. Lass es uns aufhängen. Der Baldachin ist noch besser, als ich erwartet habe. Und klingt wunderbar. Die dunklen Samtvorhänge rochen nach einer existenziellen Krise. Du wagst es, mich davon abzuhalten, einen Gothic-Roman zu schreiben? Sieh dir diese Magie an. Wow, sieht so aus, als wäre es Zeit für ein bisschen Musik. Lass den Spaß beginnen. Oh oh, ich liebe dieses Lied. Ich werde ihr ein paar richtig fetzige Tänze zeigen. Also lasst uns voll durchstarten. Diese Gräfin des Jammers ruiniert schon wieder meine Party. Ich werde unseren schwarzen Schwan selber leise stellen. Das ist das Ende der musikalischen Falter. Igitt, ich sehe aus wie ein Rockstar. Seltsame Empfindungen. Oh nein, lass uns schnell zurückwechseln. Puh, es ist schön, du selbst zu sein. Wahnsinn. Ein neuer, raffinierter Spiegel im Haus der Qualen. Ich werde nicht hinterherhinken. Ich werde auch eine schöne Bastelei machen. Mit Blumen wird jeder Gegenstand fröhlich und elegant. Lasst uns die letzten zarten Knospen an den Rändern befestigen, damit sie eng aneinander liegen. Warum habe ich nicht früher an Federn gedacht? Ich hätte eine schöne Nachtigall gemacht. Keine Ablenkungen mehr. Ich klebe die Federn an und kann mich mit aller Macht bewundern. Wunderbar. Ich bin die schönste von allen. Ja, wirklich. Oh, wer ist da? Haben Sie schon erraten, wer der geheimnisvolle Gast ist? Haben Sie sich eingelebt, meine Damen? Ich habe eine Überraschung für euch. Ich bin so neugierig. Unerwartete Geschenke? Verdächtig. Mal sehen, was du zu verbergen hast. Ivy? Gut. Hast du Spaß, Kumpel? Eine Einladung zum Ball? Dankeschön. Ich werde die Königin des Festes sein. Ich hatte gehofft, dass da eine Bombe drin ist. Hast du wieder einen Trick vorbereitet, unser kleiner Schlingel? Ein Ergebnis unter normalen Menschen? Wenn das ein Scherz sein soll, dann ist es ein schlechter. Ich muss mir einen umwerfenden Look einfallen lassen. Ich hasse Ferien. Wir sehen uns auf dem Ball. Am Abend werden wir uns amüsieren. Ich kann es kaum erwarten. Machen wir eine Schönheit aus dir, Nachbarin. Zuerst musst du dich umziehen. Widerstehe nicht, ein Ball ist ein Ball. Und mit Hilfe dieses magischen Koffers werden wir dir ein tolles Make-up verfassen, mein Freund. Wenn ich mich schminken soll, dann auf meine Art. Ich bin neugierig auf ihre Produkte. Alles Wesentliche. Fangen wir an. Mit meinem dunklen Lieblingsfarbton sehen die Augen wie ein undurchdringlicher Abgrund aus. Und ich werde einen saftigen rosa Lidschatten wählen. Schließlich ist eine Party nicht der richtige Zeitpunkt, um an der Helligkeit zu sparen, verstehst du? Betonen wir die Lippen mit meinem charakteristischen roten Lippenstift. Nicht knausern und schichten. Der Star auf der Tanzfläche soll glänzen, also werden meine funkelnden Strasssteine sehr nützlich sein. Eine Femme fatale, in der Tat. Aber jetzt werde ich das Geheimnis von Ivys Haupt verraten. Für ein zartes Mädchen wie mich wäre es unverzeihlich, in der Öffentlichkeit ohne Erdbeerglanz aufzutreten. Die erste Regel einer Lady ist, dass man immer mehr Schwarz hinzufügen kann. Und schließlich vervollständigen wir unseren Hexenlook mit scharfen Wangenknochen. Irgendetwas sagt mir, dass die Bürgerlichen umhauen wird. Sollen wir mit einer Extraportion Glanz spielen? Ich bringe ihre Veranstaltung zum Leuchten. Eine Prise Glitzerpuder. Und Lucy, die Schönheit, ist bereit, ein paar Herzen zu erobern. Herrlich!
Schon wieder? Es scheint, als wäre Ivys wildes Tanzen der neue Hit der Saison. Sogar die strenge Schuldirektorin und der Pizzabote haben ihr Geschäft aufgegeben. Oh, cara mia. Ein bescheidenes Zeichen der Zuneigung. Noch eine Vision? Das ist mein Zimmer. Danke, dass du mir geholfen hast, es zu finden. Oh, mit Vergnügen. Nun, ich muss los. Wir sehen uns. Tschüss. Heiliges Einhorn. Das ist ja furchtbar. Das sieht nicht wie ein Zimmer aus, eher wie eine Müllhalde. Ja, Studenten und Sauberkeit sind unvereinbar. Puh, das kann ich mir nicht ansehen. Mir wird schlecht. Warte. So ist es besser. Die Welt sieht durch eine rosarote Brille immer besser aus. Ich kann mir vorstellen, wie hübsch mein Zimmer nach ein paar Renovierungsarbeiten aussehen wird. Also machen wir eine Liste, was ich kaufen muss. Rosa Bänder, rosa Farbe. Viel rosa. Ich habe einen Supermarkt gesehen, der nicht weit vom Campus entfernt ist. Das ist also mein Zimmer, hm? Wie konnten die Vorbesitzer hier mit so einer Beleuchtung leben? Grau, trist, langweilig. In so einem Zimmer dauert es nicht lange, bis man richtig deprimiert ist. Lasst uns etwas Helligkeit reinbringen. Es muss Licht rein. Oh nein! Offenbar ist die Verkabelung auf dem Campus nicht für so viele LEDs in einem Raum ausgelegt. Okay, lass uns einkaufen gehen. Ich hab's. Ich bin fast fertig. Es fehlen nur noch ein paar Dinge. Hm, welche dieser Farben sieht zarter aus? Ich hoffe, ich kann hier etwas finden. Oh, ein Neonroller. Ich habe etwas Farbe. Jetzt muss ich mir ein Werkzeug zum Malen aussuchen. Oh, eine rosa Walze. Hey, das gehört mir. Es ist so rosa, warum brauchst du es? Es ist tatsächlich Neon. Nein, es ist rosa und flauschig, das bedeutet perfekt für mich. Es hat einen neonfarbenen Griff, also ist es meins. Der Griff ist nicht die Hauptsache bei einer Walze. Hör mal zu, wozu brauchst du das? Nimm doch einfach keine normale Farbe, sondern Sprühfarbe aus der Dose. Weißt du, was das Richtige für dich sein wird? Ein Pinsel. Streiche sorgfältig alle Oberflächen. Hol eine Dose. Du bekommst eine Bürste. Sprühdose. Pinsel. Oh, schöne Rolle. Das reicht, ich nehme sie. Hey, wo ist sie hin? Jemand hat sie schon gekauft. Das ist wegen dir. Ich habe es tatsächlich zuerst gesehen. Ein Kawaii-Video. Autsch. Du schon wieder? Du wohnst auch hier? Oh nein. Es ist unwahrscheinlich, dass Neon Vicky und die weiche Lucy davon geträumt haben, Mitbewohnerinnen zu werden. Aber es gibt keine andere Wahl. Beweg dich, Marshmallow. Beweg dich. Hör mal, wir wohnen doch zusammen. Wir müssen Frieden schließen. Ich habe ein paar Ideen, wie wir unser Zimmer einrichten können. Ich habe ein Vision Board auf Pinterest erstellt. Schau mal, was für ein süßer Schminktisch. Es scheint, als ob das Neonmädchen mit den Designlösungen ihrer weichen Mitbewohnerin nicht zufrieden ist. Ja klar. Tut mir leid, aber das wird nicht passieren. Diesem Plüsch-Albtraum werde ich niemals zustimmen. Zu viel Neon. Nimm deine Lichter von mir. Ich werde nicht tun, was du willst. Ich werde auch nicht tun, was du willst. Es sieht so aus, als ob die Mädchen nur eine Sache zu tun haben, nämlich ihr Zimmer in zwei Hälften zu teilen und ihren Teil in ihrem eigenen Stil einzurichten. Meine Hälfte wird cooler sein. Das werden wir ja sehen. Okay. Es ist Zeit für die Wände. Oh, wow. Sie sind rosa. Ich Glückspilz. Ich muss sie gar nicht streichen. Wunderschön. Was hat es mit Neon auf sich? Sieht nach viel Arbeit aus. Was? Schreckliche Farbe. Da ich die Wände nicht streichen muss, kümmere ich mich um die Dekoration. Nun, ich werde das für eine Weile entfernen. Zuerst werde ich mit den Wänden arbeiten. Ich werde sie in kräftigen, hellen Farben streichen. Da ist viel Platz für meine süßen Poster. Das gefällt mir schon jetzt. Es sieht toll aus. Lass uns weiterarbeiten. Nichts Besonderes. Ich werde stylische Wände haben. Das Neonmädchen Vicky war bei der Gestaltung ihres Teils des Zimmers sehr kreativ. Da fehlt noch etwas. Ich weiß. Lass uns das umreißen. So wird es noch cooler aussehen. Außerdem kann man nie zu viel Neon haben. Und los geht's. Schön. Je mehr hübsche Poster, desto besser. Und die hast du nicht. Siehst du? Hä? Haha! Was? Ich brauche deine Lacken nicht. Du verlierst sowieso. Oh nein. Okay, ich werde mir morgen etwas einfallen lassen. Ach, das war nur ein Traum und ich habe keine wandelnde LED-Mitbewohnerin. Oh nein, das war kein Traum.
Meine Hälfte des Zimmers wird trotzdem schöner sein. Vickys Liebe zu LED-Lampen ist einfach grenzenlos. Jetzt gefällt es mir hier. Was ist das für ein Lappen, den sie mitgebracht hat? Wow, gut, dass der Markt alles hatte, was ich brauchte. Warte nur, ich werde dieser Lampe zeigen, was ein richtiges Design ist. Der gewöhnliche Tüll sieht zu langweilig aus, aber mit rosa Schleifenbändern wird sie sofort 100-mal charmanter. Oh, das wird noch niedlicher aussehen, als ich dachte. Was ist das überhaupt? Das ist was. Das ist mein Betthimmel. Also schau zu und sei neidisch. Hey, was ist so lustig? Geh mit Puppen spielen. Wow. Das gibt's doch nicht. Na, wer verliert jetzt unser kleines LED-Mädchen? Wir sind hier noch nicht fertig. Stimmt, und du hast schon verloren. Oh, was ist das? Vicky, deine Farbe ist auf meiner Hälfte der Couch. Dieser Tropfen? Was soll's? Ich muss sofort etwas damit machen. Aber was? Ich habe eine Idee. Ich habe diese wolkenweiche Decke. Die wird genau richtig sein. Perfekt. Ich habe auch eine Decke, aber ihre Farbe ist normal. Deine ist zu einfach. Und meine hat sogar eine Schleife. Verbeugen? Moment mal. Ich habe Neon. Klar, weil du nicht genug Fantasie für etwas anderes hast. Das ist lustig. Wie ist dein Bandknoten jetzt? Mein Bogen ist sowieso besser. Oh, was ist das? Ihre Drähte sind auf meinem Teil. Das klappt nicht. Es sieht so aus, als könnten die Mädchen einfach nicht aufhören. Ein neuer flauschiger Teppich ist genau das, was ich gebraucht habe. Jetzt muss ich ihn nur noch dekorieren. So, jetzt sieht es einfach zauberhaft aus. Herausforderung angenommen. Schön. Wie gefällt dir das, Softie? Noch ein paar rosa Federn und der Teppich ist fertig. Er ist kein Gegner für meinen. Stimmt, mein Teppich ist besser. Stimmt nicht. Mach dich bereit zu verlieren.